My chair's prerogative. There were five random control experiments, five pilot projects in the US and Canada. Fünf randomisierte Kontrollstudien gab es in Kanada in den 60ern und 70ern. Ich hatte damit nichts zu tun, aber ich habe sie studiert und darüber geschrieben. Und ich habe auch sehr viel daraus gelernt. Das ist sehr wichtig heute. Heute ist es sehr wichtig zu wissen, dass man kontrollieren muss, worauf sich die Leute konzentrieren, auf die Ergebnisse. Es gab wunderbare Ergebnisse bei diesen Projekten. Die Kindersterblichkeit konnte reduziert werden. Dann die Gesundheitsvorsorge wurde verbessert. Dann gab es nicht mehr so viele Frühgeburten. Die Kinder gingen mehr zur Schule. Ganz wunderbare Faktoren. Aber worauf haben sich die Menschen konzentriert? Sie haben sich auf die Menge an Arbeit konzentriert, die sie geleistet haben. Und in der Experimentgruppe wurde weniger gearbeitet, nur ganz wenig weniger. Aber deswegen haben die Leute doch mehr Zeit darauf verwendet, einen neuen Job zu finden, wenn sie arbeitslos wurden. Darauf haben sie sich konzentriert. Das wollte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Man muss immer sehen, worauf sich die Leute konzentrieren, was deren Priorität ist. Also jetzt Fragen und Antworten. Ja, es geht um das Konzept. Guy, Sie haben gesagt, dass Sie das Konzept der universellen Barzuwendungen verwenden und nicht das Grundeinkommen. Warum? Ich habe Sie so verstanden, dass Grundeinkommen sehr kontrovers ist. Warum ist das so? Ich antworte jetzt mal für Guy. Seva hat mit diesem Experiment ja begonnen. Wir haben also entschieden, worauf wir uns konzentrieren möchten. Seva war nicht Teil der Debatte zum Grundeinkommen. Wir suchen immer noch danach. Also wir haben uns jetzt da noch nicht wirklich dran beteiligt, weil wir haben ja noch Forschung betrieben. Dann mussten wir noch Fragen zur Mitgliedschaft klären und so weiter. Wir haben uns für die Barzuwendungen entschieden. Warum? Nun, in Indien gab es eine große Debatte, ob die soziale Absicherung aus Verteilung von Lebensmitteln, aus Lohnsubventionen, Kreditsubventionen, Arbeitssystem bestehen soll oder sollte das Geld, das die Leute brauchen, einfach transferiert werden. Und die Debatte konzentriert sich auf die Barzuwendungen. Der Ansatz, also die Frage ist, sollte das jetzt Bedingungen unterliegen? Nein. Sollte es sehr zielgerichtet sein? Nein. Es sollte universell sein und nicht von Bedingungen abhängig. Wir müssen als Seva auch immer noch von einzelnen Punkten überzeugen, aber wir glauben, dass bedingungslos und nicht zielgerichtet das Wichtigste ist. Grundeinkommen in Indien nennt man das jedoch noch nicht. Was sind die ethischen Implikationen bei diesem Projekt? Was passiert dann nach 2 Jahren mit den Leuten? Dirk hat ja schon etwas dazu gesagt. Und die Zahlungen in Kenia, könnten Sie dazu noch was sagen? Wir haben der Gemeinschaft ganz klar gesagt, der Gemeinde, dass wir nur in 2 Jahren diese Zuwendungen garantieren können. Dezember 2009 war alles vorbei. Wir haben mit der Gemeinde darüber gesprochen, was wir dann machen können, ob wir Projekte noch durchführen möchten und so weiter. Sie haben gesagt, dass auch wenn wir den Betrag reduzieren, wenn es irgendeine Form von gesichertes Einkommen gibt, dann wäre das doch sehr wichtig, ob wir das noch 2 Jahre machen könnten. Im April konnten wir die Zahlungen nicht weiter leisten. 2 Monate später gab es dann jedoch die doppelte Zahlung und dann 2 Monate gibt es wieder keine Zahlung. Das muss man natürlich alles berücksichtigen. Und für mich sind Pilotprojekte keine Experimente. Pilotprojekte sind für mich ein Weg, national aufzuzeigen, was eingeführt werden könnte. Das unterstützen wir, weil ich möchte nicht gerne Experimente mit Menschen machen. Wir müssen jedoch auch ganz klar am Anfang schon sagen, dass als Zivilgesellschaft dies nur für einen gewissen Zeitraum garantiert werden kann. Ich
möchte jetzt nicht Karl vorgreifen. Wir haben das Projekt in Indien zusammen entwickelt. Wir haben versucht, in den Workshops so viele Menschen, die skeptisch waren, wie möglich zu überzeugen von diesem universellen, bedingungslosen Grundeinkommen. Mit den klassischen Argumenten wurden wir konfrontiert. Wir hörten, ja, das wird doch nur für Zigaretten ausgegeben und so weiter. Wir haben das alles aufgeschrieben und haben dann das als Struktur für unsere Evaluierung und für unsere Studie benutzt. Also konnten wir vielen Fragen schon vorgreifen. Und kommen wir nochmal zurück auf die Terminologie. Worum geht es eigentlich? Also Barzuwendungen, Cash Transfer, dieser Begriff hat sich im Mainstream in der Debatte zur Sozialpolitik in Industriestaaten immer weiter verbreitet. In Lateinamerika heißt es CCT, bedingungsloses Cash Transfer. Also wir unterstützen bedingungslose Barzuwendungen und sehr viele können sich damit besser identifizieren. Das ist ein großer Vorteil. Dann hat Charlie noch eine Sache angesprochen. Es geht natürlich darum zu sagen, gut, das haben wir jetzt nur für einige Monate und dann ist das alles vorbei. Darin liegt natürlich eine Gefahr. Aber natürlich möchten die Leute lieber einige Monate lang Geld haben als überhaupt kein Geld. Wir haben das jedoch von Anfang an ausdrücklich gesagt, dass das der Zeitraum ist. Wir haben weitergemacht und wir haben finanzielle Unterstützung von UNICEF erhalten. So können wir jetzt eine Nachfolgestudie durchführen, also bis zum Ende des Jahres, nach dem ersten Projekt. So können wir sehen, wie sich die Leute wieder jetzt angepasst haben, wo sie diese Zuwendung nicht mehr kriegen. Natürlich ist das nicht ideal. Noch über Kenia. Wir können das nicht machen, weil die Zentralbank uns da noch kein grünes Licht gegeben hat. Also wir müssen immer noch Banktransfers machen. Ja, um jetzt wirklich Lebenserfahrung daraus zu ziehen, muss man oder sollte man nicht die Steuereinzugsseite einbeziehen und nicht nur die Vorteile, die Leistungen? Sollte man das machen? Im Fall von Indien geht es nicht so sehr um das Sammeln von Steuern oder darum, dass die Regierung kein Geld hätte, sondern es geht darum, dass das Geld gut ausgegeben werden sollte. Also zurzeit geht es nicht darum, dass die Regierung nicht genug Mittel hätte für Ausgaben. Also in einer anderen Staatsform würden wir vielleicht über den Haushalt von Staaten sprechen. Noch eine Sache, die ich nennen möchte, weil wir jetzt gerade über die Finanzierung sprechen. In Indien wurden Experimente durchgeführt und das größte Experiment wird von UNICEF finanziert. 4 Jahre lang haben sie gewartet, bis sie jemanden gefunden haben. Wir danken UNICEF Delhi. Das Experiment in Delhi wurde von der Regierung in Delhi unterstützt. Vielen Dank, Philipp. Sie haben natürlich recht, aber dabei geht es um die Grenzen des Pilotprojekts. Wir fokussieren uns in Namibia, woher das Geld kommt. Ein Drittel kam von Vor-Ort-Institutionen und es geht auch darum, wer die Empfänger sind und nicht darum, ob jetzt die Reichen mehr Steuern zahlen müssen. Deswegen haben wir uns wirklich mehr auf die Ausgabenseite fokussiert. Und ich habe den Bericht BIG zum Pilotprojekt in Namibia
Namibia gelesen und er war sehr interessant. Und er hat wirklich einen Unterschied gemacht. So habe ich meine Forschung zu den Staaten, zu den Daten durchgeführt. Wir haben über die randomisierten Kontrollstudien in Sao Paulo schon gesprochen, in Sao Paulo und die Struktur, das Design dahinter. Jetzt gibt es drei weitere Pilotprojekte. 2012 sehe ich immer in Namibien noch kein Grundeinkommen. Also meine Frage, diese Pilotprojekte sind sehr wichtig für die wissenschaftlichen Daten, um wirklich Erfahrung vor Ort zu machen. Aber können wir damit die Gesellschaft überzeugen und auch die Regierungen, dass ein Grundeinkommen wichtig ist? Ich glaube, das meiste an Lobbying kommt von der Gemeinde. Wir hatten keine, der nach Otjeweo gefahren ist, der dann gegen Grundeinkommen wäre. Ich glaube, sie sind davon weggekommen. Das geht, die konzentrieren sich jetzt auf das echte Leben. Und wir dachten, das müsste noch so sein, dass man das Grundeinkommen in eine Gesamtregion einsetzt. Das hätte vielleicht dazu geführt, dass man den politischen Druck erzeugt hätte, dass es durchgeht. Aber trotzdem, ein Pilotprojekt besteht, die Menschen sind dort und Eduardios Beispiel zeigt uns, das ist wirklich angekommen. Und das ist die beste Möglichkeit, die Menschen zu überzeugen. Sie sehen die Lebensgeschichten der anderen Menschen. Wir sind noch nicht da, aber die Diskussion findet noch statt. Wir haben noch eine Chance. Ich würde sagen, dass der nächste Schritt wäre, das größer zu machen und für eine längere Zeit. Guy wird, glaube ich, den zweiten Teil beantworten, aber ich möchte nur sagen, von Sicht von SEWA, das war unser erstes Projekt mit Bargeld und andere Projekte sind auch durchgeführt worden. Wir haben auch die Politik zum Teil auch geändert. Wir haben immer festgestellt, dass die Pilotprojekte sehr nützlich sind. Ich möchte etwas dazu hinzufügen. Vielleicht schäme ich mich beim nächsten Kongress, wenn ich dies jetzt sage, aber ich bin sehr zuversichtlich. Die Politiker und die Planungskomitee in Delhi sind wirklich beeindruckt von dem, was bis jetzt passiert ist. Und wie Renane sagte, der zuständige Minister von Delhi hat es tatsächlich in seine Wiederwahl gesagt, und zwar etwas ganz Ähnliches zu unserem Pilotprojekt. Das sollte als Politik eingeführt werden. Und das ist in seinem Bundesland so, dass die Politiker und die Bürokratie das alles sehr, sehr positiv sehen, wie sie darauf reagieren. Wir haben eine Broschüre geschrieben, und Sie sehen, dass unter den Akademikern in Delhi und sonst wo in Indien, dass die Einstellungen sich geändert haben. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn wir viel weiter sind als bei Pilotprojekten bei der nächsten Konferenz. Ich weiß schon, wir müssen immer sehr vorsichtig sein in dem, was wir sagen, aber wir sehen sehr starke Unterstützung. Eine gute Frage. Ich bin hier drüben. Wir brauchen Beweise und wir brauchen auch die Veränderung. Und wenn es um die Veränderung geht, habe ich zwei Fragen. Ich habe zuerst Berichte gelesen über Implementierung des Projekts in Namibien und ich habe auch Guy Standing zugehört und was man machen muss, wenn man die Projekte durchführt. Das heißt, dass die Stimme eine wichtige Rolle hat. So können wir von den Möglichkeiten der Barbezahlungen Gebrauch machen. Vielleicht sagen Sie noch mehr über die Rolle der Vertretung oder wie die
Sozialleistungen eine Rolle spielen. Wie können Sie wissen, was Sie damit machen können? Aus dem Bericht von Namibien zum Beispiel. Frauen zum Beispiel hatten eine Beratung bekommen. Das heißt, Sie brauchen keine 20 Maschinen kaufen, 10 reichen. Und dann können Sie die eigenen, oder Sie können, Ihr Wunsch kann in Erfüllung gehen. Sie können wirtschaftlich unabhängig sein. Sie können auch feststellen, was Sie für Talente haben. Reverend Kamita hatte das auch gesagt. Das heißt, die Organisationen von der Kirche hatten auch so eine Mittelrolle zu spielen. Ich stimme dem zu, was Guy gesagt hat. Wir müssen das zusammen haben mit einer Stimme. Was wir in Otjevir gesehen haben, ist, dass mit BIG haben die Leute etwas zu sagen gehabt. Im Pilotprojekt hat ein Farmer uns angehalten. Er kann keine Arbeiter mehr finden. Sie wollen nicht mehr arbeiten. Sie bekamen $10 pro Tag von ihm, indem sie Zäune repariert haben. Sie gingen zum Farmer und haben gesagt, gut, ich werde nicht mehr für dieses Geld arbeiten. Das heißt, die wirtschaftliche Sicherheit ermöglichte es, dass sie gegen Prekariat aussprechen konnten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir daraus gelernt haben. Wenn wir die Menschen mehr zu sagen haben auf nationaler Ebene, das ist sehr wichtig. Wir brauchen eine große, eine breite Koalition. Aber die stärkste Stimme ist immer noch in der Gemeinde. Sie sprechen von ihren eigenen Erfahrungen. Ich war eigentlich dagegen, dass Leute vor den anderen Leuten sprechen, aber das war falsch. Sie konnten sich sehr gut ausdrücken. Sie konnten über ihre Erfahrungen sprechen. Und sie haben jetzt etwas zu sagen bekommen. Aus Indien würde ich gerne mehr lernen. Wie viel Erfahrung hatten Sie in einem Dorf? Oder wo war das? In einer Gemeinde? Und inwiefern war das eine Erfahrung mit einer Regierungseinheit oder war das für die Gesamtbevölkerung in der Einheit und mit in Bezug auf Otjevero? Das wäre ganz schön, wenn Sie uns erklären könnten, wie Bischof Kamete uns gesagt hatte. Wie hat es uns geholfen, das besser zu verstehen? Und zwar die Wunde von Jesus. Und das fand ich recht interessant. Und das war sehr verwandt mit dem, was wir von Mahatma Gandhi gehört haben. Ich war im Februar 2011 dort und möchte gerne wissen, wie geht es noch weiter, inwiefern und die Zahlungen an die 1000 Menschen dort seitdem? Und als wir bei US Big in Washington waren, das waren glaube ich 2008, hat Guy Standing uns gesagt, was anfangen sollte. Er fragte uns, wir sollten einen Beitrag leisten und jeder hat einen Beitrag geleistet. Vielleicht könnte das nochmal gemacht werden am Sonntag. In Delhi, das ist ein Unternehmen, städtisches Unternehmen, und wir haben 18 Millionen Einwohner, glaube ich, und davon sind etwa ein Viertel oder ein Drittel Menschen, die Nahrungsmittel bekommen. Also wenn die Politik sich ändert, und es wird bald sein, das wird die Zahl, die betroffen sein wird.
Und das andere ist ein ländliches Gebiet. Sie haben ländliche Räte und dann ein Stammesgebiet. Und sie sind mehr im Wald, also die Regeln sind dort etwas anders. Wie gesagt, das ist ein SEWA-Projekt, aber nicht nur für Mitglieder von SEWA. Das ist wie in Delhi. Die Politik wird sich ändern. Vielen Dank. Ich möchte jetzt nicht predigen zu dem Wunder. Ein neues Verständnis hier. Das ist nicht Teil der Mathematik, um die 5000 zu ernähren. Es geht darum, dass man teilt. Das ist das, was sich geändert hatte in Olkiluoto. Man hat gesehen, dass Gemeinde ist gewachsen, solidarisch. Und das hat zu der Veränderung geführt. Das heißt, bedingungsloses Teilen, das ist der Wunder. Und deswegen glaube ich, dass das so wichtig ist. Wo stehen wir jetzt mit den Zahlungen? Wir haben immer noch so eine Art Überbrückungsgeld. Und in den letzten 2 Monaten, seitdem haben wir kein Geld mehr. Deswegen wollen wir gerne spenden. Und wenn Geld dazu beigetragen wird, dann geht es an die Menschen. Das wäre für uns wichtig, dass wir Otto Bero am Leben halten. Ich kann nur das dazu sagen.